Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ich feiere quasi demnächst 2 Jahre YouTube und ich habe mir gedacht, ich zeige mein Gesicht. Vielleicht ist es eine dumme Entscheidung, vielleicht ist es eine schlaue Entscheidung. Ich war auch heute im Schwimmbad, somit sind meine Haare komplett kacke. Auf jeden Fall, so sehe ich aus. Ja, guten Tag, hi. Junge, wieso wackelt diese Kamera so? Es triggert jetzt schon. Wir gehen heute auf den Hypixel-Server spielen, ein bisschen Bad Wars. Erste Aufnahme mit Facecam. Juhu, hallo Kamera, du funktionierst hier heute richtig gut. Über die Qualität und die wie viele Bilder in der Sekunde Dinger können wir uns nur streiten. Da kommt demnächst was Neueres und Besseres her. Über den Hintergrund lässt sich auch streiten. Kriege ich auch was Neues her. Tschüss Trampolin. Es wird auf jeden Fall jetzt mega ungewohnt, mit Facecam aufzunehmen. Es haben sich einige aus meiner Klasse schon gewünscht. Und somit habe ich mir gedacht, ich mach's einfach. Was soll schon schief gehen? Bis auf das, dass es komplett kacke wird. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht allzu sehr. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Runde Bad Wars wieder. So, da sind wir jetzt in der Runde Bad Wars. Ich hoffe, der Cut habe ich einigermaßen gut hinbekommen. Ich vermute weniger. Wir sind auf der Map Yue, oder wie die auch immer heißt. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Spielen jetzt da einfach mal eine gemütliche Runde. Ich habe vorher schon ein paar zum Aufwärmen gespielt. Ich habe alle verkackt. Also ich bin jedes Mal irgendwie blöd verreckt. Also das eine Mal, ja. Ach, red mal nicht drüber. Passt. Braucht ihr nicht wissen. Ist nicht so schlimm. Wir gehen direkt zum Gegner, würde ich sagen. Ich habe übrigens noch nicht sehr viele Bauarten gelernt. Obwohl ich jetzt abusen kann, obwohl ich sonst schon was kann. Ich habe mich noch nicht drauf. Also ich hatte einfach noch keinen Bock drauf. Was sagt denn der Gegner? Ach nee, der hat auch nur gecheckt. Komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Was willst denn du da oben? Runterfallen. Ich hab's kapiert. Tischbett, kannst du sagen. Cool. Ah, scheiße, der lebt noch. Also, tschüss, Kühlschrank. War mir eine Ehre, dich umbringen zu dürfen. Bei mir in der Base ist niemand. Sehr entspannend. Und jetzt habe ich Doppelbase. Das ist gut. Mag ich. Ich sollte maybe mir auch mal ganz kurz einen Gap genehmigen. So. Dann gehen wir mal hier hoch wieder. Ach, was hat er denn da wieder gebaut? Ich hab gedacht, Kühlschrank war cool. Egal. Es ist immer noch so komisch, da eine Kamera zu haben. Also, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt ja mehrere YouTuber, die so denken. Aber es macht auch eigentlich Spaß, was Neues zu haben. Übrigens, wenn ich die Kamera anders positionieren soll oder sonst irgendwas, dann schreibt es mir in die Kommentare, sobald ich es wieder hinkriege, weil irgendwie, entweder blockiert YouTube die Kommentare oder ich habe gar keine Ahnung. Bro, geh mir jetzt nicht auf die Nerven, Alter. Ich will schaffen, das nicht du. Das ist klar. Aber der Typ sah insane aus. So wie der sich da hochgebridged hat. Ja, scheiße, bin tot. Wenn er genauso gut im PvP ist, dann kann ich mich schon mal von dieser wunderschönen Welt verabschieden. Es sei denn, ich könnte actually eine Chance haben. Ah, fuck. Ja, verschissen.
Tschüss, Chance. Junge, dieses Blöcke placen triggert mich so. Junge! Wieso habe ich mir Holz gekauft? Verklickt. Ach Mann! So, Fire Charges. Also, das können wir wohl knicken. Jetzt nicht runterfallen, jetzt nicht runterfallen. Auch eine Trap. Der Typ kommt da schon wieder. Diesmal kann ich ihn runterbomben. Diesmal packe ich das. Ja, irgendwie beim PvP, vielleicht kennt ihr das von GLP, ich zitter genauso. Es ist schon ein bisschen nervig. Junge. Wieso stressen eigentlich hier alle so? Ich bin total gestresst. Nicht gut. Aber okay. Ich halte mich am Leben so gut wie ich kann. Wie der diesen Block hier abgebaut hat, ich weiß es nicht. Wait a minute. Ah, kann ich nicht abbauen. Schade. Wait, ist Team Grün tot? Ach so. Ich bin die letzte Person außer dieser Typ. Oh. Das ist jetzt scheiße. Bin jetzt nicht so lustig. Könnte ich ehrlich gesagt drauf verzichten. Also, ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wenn man schon sowas beim Bauen sieht, dass man einfach ein paar Blöcke mal überspringt. Von wo kam denn der? Von da? Na gut, das juckt mich jetzt auch nicht. Ich möchte hier rüber. Ich bin tot. Das ist schon sicher. Ja, vielleicht kriege ich doch ein bisschen PvP-Skill. Hahaha, ich habe überhaupt keinen. Es wäre schön, wenn jetzt die erste Runde mit Facecam direkt ein Win für mich wäre. Aber es ist unmöglich. Ich möchte, bevor ich mit dem Typen fight, in eine Dia-Rüstung. Oh nein, oh nein, oh nein. Mir werden die Blöcke ausgehen. Einen Smaragd. Kriege ich den da raus? Und da ist ein Smaragd, dann ist Legende. Perfekt. Ich brauche keine Blöcke, ich brauche keine Blöcke, ich brauche keine Blöcke. Ich brauche, glaube ich, einen Block. Nee. Weiß halt nicht, wo der Typ ist. Junge, wollt ihr mich alle verarschen? Erste Runde, wo ich spiele. Direkt ein Win. No way. Erste Runde mit Facecam gespielt. Direkten Win. Bin ich einfach nur gut oder bin ich echt einfach nur Trash und hatte Luck? Sagt's ihr mir. Übrigens, falls ihr es feiert, dass ich mich jetzt auch gezeigt habe, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich riesig freuen, wenn wir auf diesem Video die 15 Likes knacken. Dann, ja, gucken wir mal weiter. Das war's mit dem heutigen Special. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch triggert diese Kameraqualität nicht allzu sehr. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und es werden auf jeden Fall mehr Videos mit Facecam kommen. Und vielleicht ab 24. Mai in meinem Zimmer. Weil das ist actually nicht mein Zimmer. Es ist auch nicht mein PC. Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe noch keinen. Ich krieg vielleicht am 24. Mai einen an meinem Geburtstag. Muss ich mal zum Teil selber kaufen. Und da wird es dann auch wieder ein Special geben. Und ja, das war jetzt das 2 Jahre YouTube Special.
Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung und ein Abo da. Und falls ihr mehr mit Handcam sehen wollt, Handcam, Bro, ich bin jetzt schon wieder komplett verwirrt. Falls ihr mehr mit Facecam sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, lohnt sich. Und natürlich auch ein Abo. Ich bin zurzeit sehr lang und aufwendig beim Schneiden. Ich hoffe, das merkt man auch an den Videos. Das hier wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr uncut oder halt ab und zu mal so ein bisschen, ich zoome in die Kamera rein, also Facecam und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.